Ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video reden wir über König Cobra, ja, über König Cobra Nefeltari oder Nefeltari Cobra und über seine Krankheit. Und die Frage ist heute, hat er dieselbe Krankheit oder eventuell dieselbe Krankheit, die Roger einst hatte? Und bevor es losgeht, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr gerne den Kanal ein Abo dalassen. Wäre cool, wenn ihr mir diese Chance geben würdet. Ich halte euch stets bezüglich One Piece auf dem Laufenden und falls euch der Stuff hier so gefällt, könnt ihr das Ganze jetzt schon mit einem Daumen supporten. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Video. Los geht's. Bevor wir aber Vergleiche zwischen Roger und König Cobra ziehen können, erkläre ich euch nochmal ein bisschen etwas über Cobra, wer das eigentlich genau ist und warum Cobra oder König Cobra eigentlich so wichtig für die Story in One Piece ist. Nämlich ist König Cobra ein Thronfolger der Nefeltari-Königsfamilie und die Nefeltari-Familie ist einer der 20 Gründerväter der Weltregierung. Also bevor das verlorene Jahrhundert und mit dem verlorenen Königreich jetzt, bevor die Weltregierung wirklich gegründet wurde oder als sie gegründet wurden, waren 20 Könige am Start und ein Nefeltari-König war halt dementsprechend auch am Start und König Cobra ist der 12. ich sag mal, Thronfolge dessen und die Nefeltari-Familie ist die einzige Familie von diesen 20 Königreichen, die damals nicht mit nach Mary Joa gezogen sind, sondern sie sind mit normal auf die Erde, also aufs Blaumeer, wie auch immer, nach Alabasta haben die sich niedergelassen und die haben sich aus irgendeinem Grund, höchstwahrscheinlich, es wird natürlich irgendeinen Grund gehabt haben, haben sie sich von denen aus Mary Joa entfernt bzw. distanziert und ich bin mal gespannt, Nefeltari Cobra sagt ja, ey, auf der Reverie will ich einige Fragen stellen und diesen Fragen wird er höchstwahrscheinlich dann bezüglich der Nefeltari-Familie gegenüber der Weltregierung oder vielleicht sogar gegenüber den Fünf Weisen, diesen Fragen wird er gerecht werden, beziehungsweise er wird sie höchstwahrscheinlich versuchen zu stellen. Andererseits ist natürlich auch die Frage, er hat ein Pornoglyph und dieses Pornoglyph enthält Informationen zu Pluton und König Cobra muss dieses Pornoglyph schützen. Wir gehen davon aus, dass Cobra nicht weiß, was auf dem Pornoglyph wirklich steht. Das wurde so gesagt, aber ich glaube, dass Cobra einiges von seinen Vorfahren irgendwie weiß, die Rolle der Nefeltari-Familie etc. Aber jetzt kommen wir mal auf die Krankheit von König Cobra, denn es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man in der Welt von One Piece, gerade in der Welt von One Piece, mit 50 Jahren auf einmal tot ist. Krank werden wird, ja. Und vor 2 Jahren, also bevor der Timeskip war und wo Ruffy Sir Crocodile erledigt hatte, dort war König Cobra noch topfit. Er war insane fit, also er war richtig fit und jetzt ist er auf einmal todkrank. Er kann wahrscheinlich nicht mehr wirklich laufen, vielleicht nur kurze Strecken. Er braucht einen Rollstuhl, er hustet des Todes, er kriegt weiße Haare mit 50. Also das ist schon etwas, was sehr, sehr verdächtig ist. Und jetzt ist die Frage, hat ihn irgendwer vergiftet, ja? Vielleicht Assassine der Weltregierung, hat die Weltregierung hier ihre Finger im Spiel und wollen sie die Nefeltari-Familie im Allgemeinen loswerden? Wollen sie die Nefeltari-Familie oder diese Blutlinie, wollen die kappen? Wollen sie die kappen? Wollen die sie zerstören? Wie auch immer, nicht mehr auf der Welt haben? Und hier ist die Frage, wie? Ja, es könnten Assassinen der Weltregierung gewesen sein. Haben sie ihn vergiftet? Denn dieses Gift könnte vielleicht auch damals mit Roger in Verbindung geraten, denn Roger wurde auch auf einmal krank. Ja, obwohl er auch noch relativ jung war, also für One Piece Verhältnisse, er war 53 Jahre alt und da ist ein Roger normalerweise top fit. Also einer, jemand, der so stark ist wie Whitebeard, ja, um das mal so zu vergleichen, der muss mit 53 muss er noch topfit sein, ja. Also das ist natürlich eine sehr, 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 sehr komische Sache und man konnte diese Krankheit von Roger damals auch nicht heilen, beziehungsweise wirklich diese Krankheit stoppen. Das konnte damals nicht möglich sein. Also das war einfach nicht möglich, ja. Krokus hat es nicht geschafft. Wir wissen ja, er war ja damals der Schiffsarzt, natürlich traurig, ja, aber er hat es nicht geschafft, Roger dementsprechend zu heilen von seiner Krankheit. Und was genau das für eine Krankheit war, wissen wir einfach nicht. Deswegen ist diese Vergiftung gar nicht mal so verkehrt, weil eine Vergiftung und ich sag mal so Hinterrücks, ja, das passt irgendwie auch zur Weltregierung, könnte vermutlich möglich sein. Und König Cobra, der ist auf einmal auch so todeskrank und ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Weltregierung hier ihre Motive hat, ja. Schauen wir uns einfach mal die Frau von König Cobra an, denn wir wissen nicht, wer wirklich angeheiratet ist oder wer wirklich die Nefeltari-Blutlinie besaß, ob es die Frau war oder ob König Cobra selber, ich gehe aber eher aus von Cobra selber, aber die Frau von Cobra, also die Mutter von Vivi, ist auch früh unbekannterweise gestorben. Wir kennen den Grund wirklich nicht, aber sie ist tatsächlich auch gestorben und das ist schon, das muss ja schon irgendwie ein krasser Zufall sein und hier ist dann natürlich auch die Frage, wird Doflamingo eventuell auch vergiftet werden? Also er wartet ja gerade aktuell auf Assassine, aber vielleicht wird er
einfach vergiftet, ja. Und er weiß es nicht, beziehungsweise so versucht halt die Weltregierung dann tatsächlich, Leute unbekannterweise oder unbemerkt umzubringen, beziehungsweise aus dem Weg zu räumen, ja. Und das Ganze wirkt dann irgendwie so unoffensichtlich, dass dann auch irgendwie auf der anderen Seite wieder offensichtlich ist, ja. Und hier ist natürlich auch die Frage, was könnte das dann tatsächlich für ein Gift sein, was die Leute so krank werden lässt, ja. Und es gibt ja jetzt aktuell die Erkenntnis, dass Vegapunk etwas erschaffen hat, was die 7 Samurai der Meer, ich sag mal, abschaffen bzw. ersetzen könnte, ja. Vielleicht wäre das dieses bestimmte Gift. Natürlich, ich meine, ein Gift, ja, man kann jedem irgendwie ein Gift einfach, also ein Gift oder jemanden zu vergiften, ist, glaube ich, die simpelste Art als Pirat vielleicht sogar aktuell oder gerade auch für Vegapunk jemanden zu töten. Aber vielleicht hat Vegapunk eine Idee gehabt bzw. eine Erfindung, wo man das Ganze wirklich präzise, genau, schnell machen kann, ohne wirklich riesigen Aufwand zu betreiben und Samurai der Meere oder so loszuschicken oder so. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass die Weltregierung wirklich so mit solchen perfiden Methoden umgeht. Also es wird sehr, oder es ist sehr schwierig, ja, man muss einfach mal gucken, ey, warum wollen die Cobra töten? Höchstwahrscheinlich wegen Infos, höchstwahrscheinlich, weil er Fragen stellen will. Und es ist natürlich auch sehr interessant, wenn wir auf die Reverie gehen, da ist nämlich etwas sehr, sehr Interessantes passiert, ja. Nämlich hat Im oder Imsummer ein Bild von Vivi in der Hand gehalten und Vivi ist die Tochter von König Cobra. Vivi ist eine Nachfahrin der Nefeltari-Familie und die hat ebenfalls dieses, ich sag mal, Tenryubito-Blut in sich. Also Vivi ist in der Theorie ein Himmelsdrachenmensch, ja, wissen viele nicht, aber sie ist in der Tat wahrscheinlich, oder ist, sie ist ein Himmelsdrachenmensch, aber jemand, der halt nicht auf Mary Joa lebt und da ist natürlich die Frage, was war das für, oder was ist das für eine Verbindung? Wird zum Beispiel Vivi auch getötet werden? Ist sie auch ein Licht, ja? Da gibt es ja die Frage der fünf Weisen, welches Licht soll aus der Geschichte radiert werden? Und ich kann mir vorstellen, dass das damals Roger gewesen ist, dass Imsummer das aufgetragen hat, dass Roger ein Licht ist, welches vernichtet werden muss, was wirklich ausradiert werden muss. Hat ja prima geklappt, ne? Er hat ja da sein riesiges Spektakel gehabt, hat sich dann intelligenterweise irgendwie auch andererseits selber gestellt und hat diese riesige Welle losgeschlagen an dieser Piratenära oder von dieser Piratenära. Und hier ist die Frage, ist König Cobra auch erwähnt worden als Licht, welches aus der Geschichte radiert werden muss? Denn die Konsequenz ist, ja, wenn man etwas aus der Geschichte, wenn man dieses Licht aus einer Geschichte, wenn man überall das wegradiert, dann wird alles in Bezug dessen wird ausradiert. Wirklich alles und jeder, der irgendwie was davon weiß, der wird getötet bzw. eliminiert. Und hier ist die Frage, zählt nach König Cobra natürlich dann auch Vivi, gerade weil Imsummer das Bild von Vivi in der Hand gehalten hatte. Oder hat Vivi irgendeinen anderen Grund oder wird es irgendeinen anderen Grund haben, warum Vivis Bild dort in der Hand von Imsummer ist? Ja, hat Vivi irgendeine Fähigkeit oder ist sie in irgendeiner Art und Weise besonders? Warum hat gerade Imsummer ein Bild von Vivi mit auf diesen Thron genommen? Was hatte das zu bedeuten? Auch eine sehr, sehr interessante Frage. Aber um natürlich nochmal auf die Frage zu König Cobra zurückzukommen, ob er dieselbe Krankheit wie Roger hatte, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil Roger als D genauso gut wie König Cobra, das sind für uns persönlich, also für uns Zuschauer, sind das Leute, die sich gegen die Weltregierung stellen und diese Leute wird die Weltregierung systematisch, früher oder später wird sie diese Leute ausschalten und vielleicht ist die Weltregierung sogar dahinter gekommen, dass König Cobra ein Pornoglyph hat, vielleicht hat Cobra auch im Geheimen nach diesem Pornoglyph irgendwie geforscht, hat geguckt, ja, wo ist die antike Waffe oder wie findet man sie, ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die Weltregierung vielleicht da auch hintergekommen ist und dann entschlossen hat, König Cobra zu töten. Denn mit so einem Gift oder mit so einer Krankheit wäre es natürlich viel interessanter bzw. besser und würde nicht sofort auffallen. Ich meine, was ist, wenn der König auf einmal stirbt? Ja, was macht das Volk etc.? Die lehnen sich ja natürlich auf und ich kann mir vorstellen, dass Cobra irgendwo auch so Rücklagen hat, so Sicherheiten, falls er stirbt, ja, dass vielleicht ein paar oder gewisse Informationen ans Licht kommen oder so von seinen Vorfahren oder hat er Vivi schon längst aufgeklärt? Also das sind alles interessante Informationen und König Cobra ist und bleibt natürlich gefährlich für die Weltregierung, genauso wie Roger gefährlich für die Weltregierung gewesen ist. So, und ich glaube, dass König Cobra dementsprechend nicht wirklich geheilt werden kann, auf natürliche Art und Weise, aber, und jetzt kommt das große Aber, vielleicht wird König Cobra doch geheilt, denn eine bestimmte Person ist ebenfalls auf der Reverie, genau, nämlich Mancheri von oder aus Dressrosa, die Prinzessin, oder ist das die Königin, die Prinzessin von den Tontatas, die ist ja auch auf der Reverie und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie
König Cobra dann vielleicht sogar heilen wird. Das könnte natürlich sein, aber ich persönlich kann mir sehr gut vorstellen, dass Roger dieselbe Krankheit oder dass König Cobra dieselbe Krankheit wie Gold Roger gehabt haben oder gehabt hat oder hat oder vielleicht sogar hatte, vielleicht ist er jetzt schon geheilt, wir wissen es natürlich nicht, müssen wir abwarten, denn wir gehen dieses Jahr natürlich wieder zurück auf die Reverie. Und lasst es mich nochmal sagen, Rebecca hat mit Vivi und dementsprechend auch Shirohoshi sehr dick Freundschaft geschlossen und ich kann mir vorstellen, dass Vivi das Ganze vielleicht mal erwähnen wird oder Mancheri dementsprechend nachfragen will. Ey, was ist eigentlich mit deinem Vater? Ja, ist er wirklich so todkrank? Ey, ich kann ihn vielleicht heilen, denn ich habe eine Teufelsfrucht, die Leute heilen kann. So, da bin ich sehr mal gespannt. Also ich bin gespannt, ob es das wirklich so passieren wird oder ob das im Allgemeinen so umsetzbar werden könnte. Aber Reverie, ich weiß nicht, wann es losgeht. Ich hoffe jetzt bald und dann war es das erst einmal von mir. Schreibt mir eure Meinung natürlich in die Kommentare. Was haltet ihr von der Krankheit von König Cobra? Sagt ihr ja, könnte die von Roger sein oder nee, ist etwas ganz anderes, aber... ich weiß nicht, es kann ja kein Zufall sein, dass die Frau von Cobra gestorben ist, ja, dass Cobra jetzt so im jungen Alter so krank geworden ist, ja, und vor 2 Jahren ging es ihm noch blendend, klar, es könnte jetzt irgendeine random Krankheit gewesen sein, aber hier dann ebenfalls noch die Tatsache mit Mancheri, dass die jetzt auch auf der Reverie ist, wenn das nicht alles so geplant wurde von Oda. Ich bin gespannt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne mal eure Meinung natürlich in die Kommentare und lasst doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr natürlich nichts bezüglich Spoiler-News etc. und dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.